Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, heute wollte ich eigentlich wieder ein dreiründiges Gameplay hochladen, habe dann aber eine andere Entscheidung getroffen und zwar möchte ich heute mal über eine bestimmte Art von Spielen reden. Welche das sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, diese Woche läuft für mich richtig beschissen. Gehen wir mal kurz auf meine Wettbewerbsstatistik. Ihr seht, ich habe hier 53 Spiele gespielt und habe 46 gewonnen. Das heißt, ich habe 7 Spiele in Anführungszeichen verloren. So, diese Loses sind, ich glaube, bis auf einen einzigen Lose alle von der Natur, dass ich doppelt so viele Kills wie der Gegner hatte. Und die Bots dann aber so gespielt haben, dass die Spiele für ihn entschieden worden sind. Ja, jetzt hat es mir dann richtig gereicht und ich habe mir gedacht, ich nehme die nächsten Spiele jetzt mal auf. Und ein paar Spiele später hatte ich wieder so ein Match. Dieses Match möchte ich euch jetzt mal zeigen. Und um einfach mal zu veranschaulichen, dass man manchmal wirklich machen kann, was man möchte. Man spielt 5 der Gegner und trotzdem kassiert man einen Lose. Ich muss dazu allerdings sagen, dass die Kills der Bots auf beiden Seiten relativ ausgeglichen waren. Trotzdem war das Ergebnis am Ende eigentlich ziemlich eindeutig. In meinen Augen habe ich die Runde gewonnen, auch wenn es statistisch nicht der Fall war. Aber ja, seht selbst. Three, two, one, go! Let's get things started.
3, 2, 1. Ja, meine Freunde, da stehen wir nun. Wisst ihr, ich würde so ein Video nicht machen, wenn das jetzt einmalig wäre. Ich bin keiner, der sich hinsetzt und sagt, oh, ich habe jetzt das Spiel deswegen verloren, wein oder so. Sondern ich mache dieses Video hier und beschwere mich gerade darüber, weil das Konsens ist. Das passiert ständig, insbesondere diese Woche. Also diese Woche ist echt schlimm. Von 7 Spielen habe ich 6 Stück wegen sowas verloren. Und das, was ihr gerade gesehen habt, ist noch das harmloseste Beispiel dafür. Ich hatte zum Beispiel auch gestern ein Spiel gewonnen, in dem ich 24 Kills gemacht habe und der Gegner nur 5. Und trotzdem musste ich 3 Runden spielen und die Runden, die ich gewonnen habe, waren sauknapp und konnten teilweise erst in der letzten Sekunde zu meinen Gunsten entschieden werden. Und das darf halt einfach nicht sein. Vielleicht mache ich mir den Spaß und füge jetzt am Ende nochmal eine Reihe an Screenshots hinzu, die solche Spiele zeigen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob ich noch großartig viele davon habe. Deswegen muss ich da jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein Vielleicht drüber setzen. Ihr seht es ja dann gleich. Und das, also sorry, aber es geht hier darum, sich mit dem menschlichen Gegner zu messen. Macarena ist ein Schwanzvergleich. Man möchte sich mit dem menschlichen Gegner messen. Man möchte durch seinen eigenen Skill, durch sein eigenes taktisches Verhalten, möchte man die Runde gewinnen können, wenn man besser als der Gegner ist. Und man möchte das nicht von einer KI abhängig machen und deren Gutdünken, ob man jetzt gewinnt oder nicht. Und ihr habt es, jetzt könnte man ja theoretisch sagen, ja, die Kills der Bots sind ja relativ ausgeglichen. Da wirst du bei 3 Runden halt eine extrem schlecht gespielt haben. Aber, und das mag auch sein, die erste lief nicht so gut, da hatte ich gerade mal 5 Kills, aber trotzdem hatte ich dort einen Kill mehr als mein menschlicher Gegner. Ich habe in jeder Runde, müsst ihr mal drauf achten, am Ende habe ich
die Stats, also den Zwischenstand aufploppen lassen. Ich habe in jeder Runde mehr Kills als der Gegner. Wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, war es in der ersten Runde ein Kill mehr. In der zweiten Runde waren es schon 5 Kills mehr und die dritte weiß ich nicht mehr. Aber müsst ihr mal nachgucken. So, und das kann nicht sein. Und da steht es mir echt bis hier momentan. Ohne Flachs. Also da muss Plarium echt was ändern, weil das ist einfach zu OP. Das ist nicht mehr anspruchsvoll, das ist nervtötend. Und wisst ihr, wenn der Ausgang eines Spiels nicht mehr vom Skill des Spielers abhängig ist, sondern vom Glück, das man hat, ne, ob die Bots gerade einem wohlgesonnen sind oder ob sie nach vorne laufen und sich abknallen lassen wie die Lemminge her, dann braucht man nicht mehr spielen. Ach, naja, wie auch immer. Ich beende das Video an der Stelle, bevor ich mich hier noch zum Schlaganfall rede oder in den Schlaganfall rede, sagen wir es mal so. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Bis dahin macht's gut und macht sie fertig.